Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zum Saisonfinale der Borussia Dortmund 2 Karriere. Ja Leute, heute haben wir folgende Spiele gegen Leipzig, werden wir in die normale Simulation reingehen, gegen Hoffenheim in die Schnellsimulation, dann gegen Union Berlin, Bremen, Freiburg und auch gegen Frankfurt wird schnell simuliert, dann gegen Leverkusen und Dortmund wird normal simuliert, eventuell gehe ich gegen Dortmund in die Schnellsimulation rein, überlege ich mir noch, und wenn noch das Spiel wichtig ist, gegen Wolfsburg werden wir selber spielen, wenn wir noch Chancen auf Europa haben. Da sind wir auch direkt beim Spiel gegen Leipzig, gegen den zweiten. Ich denke, hier wird nicht viel zu holen sein, würde ich sagen, gehen wir in eine normale Simulation rein. In der 10. Spielminute Abreu das 1-0 für uns. 37. Minute Abreu Doppelpack. Es gibt eine Minute Nachspielzeit und wir schießen den Ball nochmal daneben, können zum Endergebnis springen und wir schlagen den zweiten aus Leipzig mit 2-0. Nächstes Spiel gegen Hoffenheim, die sind auf Platz 6, wir sind schon auf dem Champions League Platz. Aber ich denke nicht, dass wir hier gewinnen werden. Unentschieden würde ich gerne mitnehmen. Wir gewinnen 3-1. Blas trifft bei Hoffenheim. Bei uns trifft Abreu und Popescu doppelt. Wir sehen, Theodor Raducan möchte aus der Jugendschule. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist schon 18 Jahre alt, dann haben wir ein neues monatliches Scouting-Update wieder aus Brasilien. Finden wir hier vielleicht jetzt mal ein richtig gutes Megatalent. Ja, Edson Garcia nehmen wir mal mit. Nächstes Spiel gegen Union Berlin. Und Leute, die sind 16 da. Solche Spiele musst du gewinnen, wenn du gegen die europäischen Mannschaften gewinnst. 2-1. Ingwatsen trifft bei Union Berlin, bei uns Popescu und Abreu. Und jetzt kommen Spiele, die wir gewinnen müssen. Auch gegen Werder Bremen müssen wir eigentlich gewinnen. 2-0. Enmetscher verschießt Elfmeter, trifft auch vor in der 5. Minute und Popescu. Und Wolfsburg, Gladbach und wir sind nur ein Punkt getrennt. Wolfsburg und Gladbach punktgleich. Heißt auch gegen den Absteiger bzw. gegen einer, der gerade auf dem Abstiegsplatz steht, dem SC Freiburg, musst du gewinnen. Schnellsimulation gehen wir rein. 2-0 Knauf in Matcher treffen. Und jetzt gegen Frankfurt, diesen Elfter, das musst du eigentlich auch gewinnen. Gehen wir rein. 0-0 ist aber in Ordnung wenigstens. Keine Niederlage ist wichtig. Neues monatliches Scouting-Update wieder aus Brasilien. Finden wir jetzt mal ein gutes Talent. Es sieht hier richtig schlecht aus. Hugo Barbosa nehmen wir wenigstens mit. Oder auch Hugo Pinto nehmen wir mit. Nächstes Spiel gegen Leverkusen, die sind auf Platz 7. Wir sind nur noch 6 Punkte vor Hoffenheim. Und Gladbach ist schon 4 Punkte vorne. Und wir haben jetzt richtig starke Gegner. Es könnte eng werden. Hier gehen wir in eine normale Simulation rein. Und Hinkapi hat ein Eigentor gemacht. Damit liegen wir mit 1-0 zurück. Und Volland macht in der 44. das 2-0. Heißt, wir können zum Endergebnis springen. Verlieren mit 3-1. Stengs trifft noch bei Leverkusen, bei uns Popescu. Nächstes Spiel gegen Dortmund. Gewinnen wir das nicht, gewinnt Wolfsburg, dann war es das für uns. Kommt, Dortmund, ihr seid wahrscheinlich doch eh deutscher Meister. Lasst es uns bitte einfach gewinnen. Wir verlieren 3-1. Bella Kotschap trifft bei uns. Raul doppelt bei Dortmund und Reus. Und damit könnte es wahrscheinlich zu Ende sein. Wir schauen nochmal ganz kurz. Wir sehen das Ergebnis von Wolfsburg aber nicht. Wir sehen, Dortmund ist fast schon so gut wie Meister. Theoretisch noch nicht. Gladbach sicher in der Champions League. Und Leute, unser letztes Spiel ist gegen Wolfsburg. Ausgerechnet gegen Wolfsburg. Und wenn wir gewinnen, sind wir Vierter. Wenn wir verlieren und Leverkusen hochgewinnen, können wir sogar nur noch Sechster werden. Ist richtig interessant. Und hier gehen wir natürlich selber rein. Und ja, Leute, Top-Torjäger haben wir nicht. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit der besten Elf hier in das Spiel gegen Wolfsburg. Da ist Scheibe, spielt den Ball durch zu Enmetscher. Der Eckspieler macht da ausgerechnet das Tor. Er macht ausgerechnet in der 9. Minute das Tor. Und damit gehen wir hier bei VfL Wolfsburg in der Volkswagen Arena mit 0-1 in Führung. Und das war so mega wichtig, Leute. Der Eckspieler Lukas Enmetscher schießt das Tor gegen seine ehemalige Mannschaft. Aber es sind erst 9 Minuten noch, ist unfassbar lang zu spielen. Aber so wie es im Moment aussehen würde, wären wir jetzt in der Champions League. Natürlich werden wir da wahrscheinlich nicht viel reißen, weil es halt richtig schwer ist dort, weil unser Team noch nicht so gut ist. Wir führen aber mit 1-0, 10. Tor in 33 Spielen für Enmetscher. Oh, da kommt ein Traumtor. Das ist Wahnsinn. Ich wollte es gar nicht kommentieren, weil ich gedacht habe, er schießt ihn eh weg. Und da kommt Zaniolo, macht ein unfassbares Traumtor und damit steht 1-1 wieder kurz vor der Halbzeit. Das ist wieder so bitter. Ja, da kommen sie jetzt, machen das 2-1. Stärke wird auch rot bekommen, Leute. Ich weiß auch gar nicht, woher. Und damit spielen wir 2-2, sind leider aber nicht in der Champions League. Wir sind am wenigsten in der Europa League, Leute. Und ich würde sagen, den Rest schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind wir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.